Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt ungefähr kurz nach 12 und ich war gerade eben schon trainieren. Davon habe ich jetzt nichts mitgefilmt, weil ich habe heute nämlich ein Bewerbungsgespräch und bin etwas nervös. Deswegen hatte ich nicht so den Drang, die Kamera mit in die Hand zu nehmen und dann noch extra länger zu filmen. Aber keine Sorge, ihr werdet mein Training noch oft genug sehen. Deswegen, ihr habt nichts verpasst. Ja, ja, also ich habe mein Bewerbungsgespräch und dann mal schauen, was ich noch so mache heute. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen fresh machen, ein bisschen entspannen, frühstücken, gleich bald und ja. So Leute, ich bin jetzt ready für mein Bewerbungsgespräch. In so ungefähr 10 Minuten fahre ich los. Habe einfach so ein schwarzes Oberteil und eine etwas, so eine Anzughose. Mehr oder weniger. Die sitzt ganz nice. Ja, ist ein bisschen lang, aber ich ziehe etwas höhere Schuhe an und dann schleift die auf jeden Fall nicht auf den Boden. Ich bin schon extremely aufgeregt. Auch ob es mir überhaupt gefällt, weil ein Bewerbungsgespräch ist ja nicht immer nur, dass ich von mir überzeugen muss, sondern das muss ja auch mir gefallen und ich muss mir auch vorstellen können, da zu arbeiten. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt, ob das denn von beiden Seiten her passt. Ich werde danach auf jeden Fall direkt berichten, wie es war. Und dann wünscht mir Glück und wir sehen uns später. 3 hours later. Ich bin zurück. Mein Vorstellungsgespräch ist nicht so gut verlaufen. Also es war einfach, es passt einfach nicht zu mir. Ja, ich habe mich da irgendwie nicht so wohl gefühlt und es war doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Das ist ein bisschen anstrengend. Es ist halt. Oh. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich will jetzt erstmal essen. Ich habe nämlich Hunger. Das ist schon relativ spät für Mittagessen. Es ist kurz vor 4. Ach Leute, was mache ich denn nur? Guck mal, wenn ihr ein Gym Rat seid. Und das Einzige, was euch eigentlich wirklich interessiert, Sport, Ernährung, Bodybuilding. Ich meine, allein das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ich will sowieso nur eine Teilzeitstelle nebenbei haben, weil allein die Krankenversicherung, wie teuer das ist, wenn man nur selbstständig ist. Ich bin ja nebenbei auch selbstständig. By the way, wenn du dich fürs Online-Coaching interessierst und einen Coach brauchst, hit me up. Ich habe noch viele Plätze frei. Ja, aber ich wollte halt so nochmal eine Teilzeitstelle für die ganzen Vorteile, die man eben nun mal so hat dadurch. Aber irgendwas auch natürlich, was mir Spaß macht und wo ich mich nicht hinquäle und was mit meinem Lifestyle gut kombinierbar ist und es ist echt schwierig, was zu finden. Wenn ihr irgendwie Ideen habt oder Vorschläge, dann let me know. Ja, das ist ein kleiner Downer, aber wird schon irgendwie. Wieder das Übliche, wie immer. Ich habe mir wieder. Oh. Ich habe mir wieder was Bequemes angezogen und mache jetzt für meinen Mann, koche ich sein Frühstück vor für die nächsten 2 Tage. Er hat heute spät, also bis 20 Uhr. Und da bin ich dann immer so nett und will ihm ein bisschen Arbeit abnehmen und sein Essen kochen. Ich weiß, ich bin eine tolle Ehefrau.
Morgen, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern ehrlich gesagt auch nichts mehr gefilmt und auch wirklich Spannendes gemacht. Ich war halt nach dem Bewerbungsgespräch, wie gesagt, ein bisschen down und musste erstmal ein bisschen schmollen und mich, ja, ablenken. Naja. Heute geht's weiter, heute steht ein bisschen mehr an. Ich habe heute Cardio und Posing wieder, weil ich Rest Day habe, muss wieder vorkochen. Posing, muss einkaufen und ein paar Pakete wegbringen. Und ich habe noch was bestellt, das muss ich noch anprobieren und wahrscheinlich auch zurückschicken, mal gucken. Also werde ich euch auf jeden Fall auch wieder mitnehmen. Und ich habe ja hier öfter das Gefühl, dass ich mehr oder weniger gegen die Wand spreche, weil nicht so viel zurückkommt. Aber die liebe Martina hat unter mein letztes Video kommentiert und hat mich das sehr, sehr gefreut und hat mich heute Morgen dazu motiviert, das auch weiterzumachen. Weil, wie gesagt, manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich rede gegen die Wand oder ich stelle Fragen oder ich, keine Ahnung, aber es kommt nicht so wirklich was zurück, was ja auch völlig okay ist. Ich habe noch absolut keine große Reichweite. Oder viel Interesse geweckt in den Leuten. Aber wenn dann mal, auch wenn es nur ein Kommentar ist, das freut mich immer so, so sehr. Also danke, Martina, du hast mir den Morgen versüßt. Ja, ihr erzählt, ich habe was bestellt. Und zwar einmal was von Tiveo. Manchmal haben die ja echt ganz geile Sachen und manchmal so geht so. Und ich habe mir einmal so eine weiße Leggings bestellt, wo ich mir im Nachhinein irgendwie so denke, was habe ich mir dabei gedacht? Aber ja, ich werde die gleich mal anprobieren. Wenn die durchsichtig ist, dann auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir noch so eine Shorts bestellt in so einem hellblau. Mit so einem Scrunch hinten am Po. Farbe finde ich eigentlich ganz nice, gerade wenn man irgendwie im Sommer so gebräunt ist. Ja, und dann war ich irgendwie auf Shorts-Trip und habe mir bei Shein noch 3 weitere Shorts bestellt, weil ich mir so dachte, okay, so viel Geld für Shorts auszugeben will ich jetzt auch nicht immer. Und bei Shein kriegst du die halt super günstig. Und da habe ich irgendwie ganz nice gefunden. Die sind auch mit so einem Booty-Scrunch hinten. Einmal in so einem Braun. Ich muss sagen, das Braun sah auf der Webseite irgendwie schöner aus, aber naja. Dann in so einem lila-violett-Ton. Und ganz basic auch einmal eine schwarze. Vielleicht ziehe ich die heute an unter meine Jogger fürs Posing nachher. Auf jeden Fall, ich probiere das jetzt alles mal an und dann mal gucken, was davon zurückgeht und was ich behalte. Also das ist einmal die weiße. Ich muss sagen, ich bin eigentlich echt positiv überrascht davon. Ich hätte gedacht, die ist schlimmer. Wie es aussieht, ist die auch nicht see-through. Soweit ich das jetzt hier eben bei mir im Spiegel beurteilen konnte. Und die fühlt sich auch echt ganz nice an. Das ist so ein Ripped Material. Aber ich weiß nicht, ob ich das Weiß feier. Ich glaube, in einer anderen Farbe würde ich das nicer finden. Ich weiß halt nicht, ob ich Weiß wirklich anziehen würde ins Gym. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat die was, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich behalte die nicht. Ratet mal in den Kommentaren von 1 bis 10 bei allen Sachen. Was sagt ihr hierzu? 1 bis 10?
Für mich ist das eine solide 7. So, als nächstes haben wir hier die hellblaue Shorts. Feiere ich nicht so. Ich habe die hier so ein bisschen eingerollt. Aber irgendwie, es sammelt sich so viel Stoff hier vorne. Ich finde, das ist gar nicht hübsch hier vorne. Also, nee. Und ja, von hinten ist ganz okay. Aber irgendwie, die ist hier auch so eng. Und ja, nee. Gefällt mir nicht, wie die sitzt. Der gebe ich eine 3 von 10. So, als nächstes habe ich hier die Shorts von Shein. Endlich meine Shorts, die an meinen Oberschenkeln nicht zu eng ist. Die hat genug Platz. Ansonsten, der Bund ist extrem hoch. Also den muss man auf jeden Fall einmal einrollen, weil sonst ist es wirklich ein bisschen sehr hoch. Und hinten, das kann man jetzt bei der schwarzen, glaube ich, zwar nicht so gut erkennen, aber also der Scrunch ist hier oben so und dann, das geht hier aber nicht so wirklich in den Po rein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich mag das ja, wenn die Leggings oder Shorts in die Ritze gehen. Ich weiß, es hört sich super komisch an, aber es ist nun mal so. Und die macht das halt nicht. Und das Ding ist, wenn ich das aber mache, dann wird die einfach viel zu kurz. Und dann wird man mein Po sehen, wenn ich die da reinschiebe. Deswegen weiß ich noch nicht. Ich gebe der. Man wird es bei den anderen Farben wahrscheinlich gleich besser sehen, aber ich gebe der eine 6 von 10. Ich habe jetzt diese Violette an und ich weiß jetzt, was mich extrem stört. Und zwar seht ihr diese Naht hier unten, die ist da richtig scheiße platziert. Die sieht so komisch aus. Was soll die da? Also, das sieht richtig komisch aus von hinten. Ich glaube, die werde ich nicht ins Gym anziehen. Das Ding ist, bei Shein, da will man halt nicht zurückschicken, weil ich glaube, der Versand zurück kostet mehr als die Leggings oder Shorts oder was auch immer. Deswegen, vielleicht ziehe ich die dann irgendwie mal zu Hause oder ins Home Gym an, da ist es mir egal. Aber so werde ich nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen. Also, die sitzt hier wieder echt gut. Ich muss die wieder umkrempeln, aber ich finde, das ist jetzt nicht schlimm. Vorne, ich finde, von vorne sieht sie auch echt super aus. Aber was soll denn diese Naht hier? Also vom Ding her weiß ich nicht. Hier ist auch so irgendwie so ein ganz schöner Streifen, der den Po betont. Aber diese Naht da unten, die geht gar nicht. Oh. Das ist eine 4 von 10. Und zu guter Letzt die braune. Also von vorne finde ich wieder mega, mega schön. Aber diese Naht schon wieder hier unten. Boah, die sieht einfach so scheiße aus. Also wenn sich das ausgedacht hat, ne? 4 von 10. Dann brauche ich meine Posing-Schuhe. So, ich glaube, meinen Gym-Ausweis habe ich im Auto. Meine Haut ist gerade immer wieder so schlimm. Hier habe ich einen richtig fetten Pickel. Und den hier, den kann ich gefühlt die ganze Zeit sehen. Gerade wenn ich so runtergucke, dann sehe ich die ganze Zeit diese Beule. Kennt ihr das? Ich finde das richtig schlimm, wenn man das sieht. Oh, wenn man es an sich selber sieht, wenn man sein eigenes Gesicht sieht. Hallo, das soll eigentlich so nicht sein. Auf jeden Fall bleibe ich heute auf jeden Fall ungeschminkt. Und ja, was ich auf jeden Fall auf diesem Kanal auch möchte, ist mehr Real Shit zeigen als die meisten anderen, die auch ich selber verfolge, weil die meisten, die ich auch verfolge, irgendwie, bei denen ist alles so perfekt. Die sehen perfekt gemacht aus, die haben eine perfekte Wohnung oder Haus, die haben einfach ein perfektes Leben so. Und das lässt mich immer richtig scheiße fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte ein bisschen mehr Realness zeigen und den Mut zur Nicht-Perfektion, weil die meiste Zeit laufe ich ungeschminkt rum. Ich habe schlechte Haut. Ich habe eine sehr chaotische und unordentliche Wohnung.
Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich habe gerade keinen Job. Ich struggle mit so vielem und es ist okay. Den meisten geht es so. Das ist doch viel mehr relatable, als wenn man jemanden sieht, der sein Leben vollkommen im Griff hat, wo alles einfach nur perfekt ist und man sich so denkt, warum ist das bei mir nicht so? Ja. Vielleicht kann ich ja jemanden damit irgendwie helfen oder aufmuntern oder vielleicht guckt sich das jemand an und denkt sich so, oh mein Gott, wie lebt die denn? Also mir geht's ja viel besser. Auch wenn es das ist und es und ihr euch dadurch besser fühlt, dann hat dieses Video ein bisschen was erreicht. Ja, auf jeden Fall Mut zur Hässlichkeit. Mut zur hässlichen Realität. So, Cardio ist durch. Ich weiß jetzt nicht, ob hier gleich ein Kurs stattfindet. Und da sitzen vorne ein paar Leute. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Eine kleine, kurze Posing-Session. Hoffentlich kommt hier niemand rein. Das wäre nicht so schön. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Ay, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Also der Phil ist jetzt noch gar nicht. Und ich muss auch dringend zusehen, dass ich auf jeden Fall ein paar Posing-Stunden bekomme. Auf jeden Fall werde ich später einen guten Vergleich haben zu so schlecht war mein Posing mal zu so gut ist es jetzt. Weil ich will, dass es richtig, richtig Hammer wird. Ja. Hallo. Hallo. Ist jetzt live in die Hose? Das weiß ich gar nicht. Ich bin hier nur rein, weil leer war. Okay. Das weiß ich leider nicht. Also man darf nicht wieder recht. Das ist jetzt schon gleich zwei und ich bin schon mega hangry. So, jetzt gibt es mein Mittagessen, darauf freue ich mich ganz doll. Und dann steht heute auch tatsächlich nicht mehr so viel an. Ich muss noch vorkochen, aber dabei habe ich euch letztes Mal schon genug mitgenommen. Das muss ich ja nicht nochmal so im Detail zeigen. Haushalt, ja, und dann mache ich mich dran, das Video zu schneiden, damit es morgen früh rechtzeitig hochgeladen wird. Dann vielen Dank fürs Zuschauen des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, meine Bestellungen zu raten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns morgen wieder.